jetzt kommt der nächste Teil. Ganz schnell für euch. Dekoration des bereits angefertigten Mustertipps mit, jetzt muss ich nochmal eben über den Namen nachdenken, Bubbel, also diese grünen komischen Dinger hier, und pinkfarbene Flitterfäden. Wer sich erinnert, diese lustigen Teile hier waren mit drin und der orangefarbene Snow und die grünen Bübelschuhe. So, ich mache für euch ein ganz einfaches Design. Und zwar braucht ihr einen Katzenzungenpinsel. Ich habe wieder nichts hier. So, Katzenzunge und Nailartpinsel in schmal. So, wenn ihr mit einer Katzenzunge Blümchen malt, das ist eigentlich ganz simpel. Ihr geht mit, ich hoffe, man kann das erkennen. Ihr geht mit der Spitze in die erste Farbe. Und dann geht ihr mit dem hinteren Teil vom Pinsel in die zweite Farbe. Dann sieht es so aus. Da. So, dann könnt ihr das nochmal abtupfen. Und dann kann man damit Blümchen machen. Kann man da sehen, was ich da mache? Wenn die Farbe sich dann so langsam, wenn es weniger wird, dann dementsprechend nochmal Farbe nachholen. So, sieht jetzt erstmal ein bisschen wüst aus, ist aber eine ganz nette Sache. Jetzt könnt ihr nämlich hingehen und mit eurem Weiß und dem Lila ein bisschen Helllila mischen. Und dann könnt ihr das umranden. So, malen ist echt nicht so einfach. Bitte im Moment Entschuldigung, wenn man was nicht sehen kann. So. Und dann könnt ihr noch in die Mitte vom Ganzen ein paar schwarze Punkte setzen. Schwarze Punkte, ja genau. Entschuldigung, weiße Punkte. Mit dem Spotty. So. Und dann habt ihr eine Blume drauf. Ich zeige euch jetzt aber noch eine. Ja. Klassischer Vorführeffekt. Hier klappt gerade gar nichts mehr. Einen Moment. Wenn die Farbe schon trocken ist, dann kann man sie auch ganz schlecht nur noch mit Alkohol oder Wasser sowieso nicht. Also wenn dann nur mit Alkohol versuchen, die Farbe abzukriegen, ist aber so eine Sache, weil ja, in den meisten Fällen ist es schon zu trocken. So, ich habe das jetzt hier gerade mal ganz schnell wieder abgemacht und zeige euch jetzt nochmal eine ganz schnelle
Moment. Fingerchaos. So. Eine relativ schnelle Malerei. Ich muss dafür eure Acrylfarbe ein bisschen verdünnen, bis ihr die passende Konsistenz hat. Wer von Pinselmalereien noch so gar keinen Plan hat, weder wie man Pinsel festhält, noch wie man dünne Linien malt, etc. pp., darf sich gerne an mich wenden. Ich schule auch Pinselmalereikurse für Anfänger. Besonders geeignet in dem Fall so. Ihr fangt quasi von unten an. Von hier fangt ihr an, nach oben Blätter zu zeichnen. Ja. Ich sage ja, klassischer Vorführeffekt. So. Ich muss mal eben aus dem Bild raus, sonst kann ich euch das hier nicht so vermitteln. So. Einmal so. Dann den nächsten. Entgegengesetzt mit dran. Und dann macht ihr noch ein kleines dahinter. Einmal so. Und einmal so. So. Das könnt ihr dann dementsprechend auch nochmal mit Weiß ein bisschen dicker nachmalen. Ich finde das immer nicht schlecht, wenn man das macht. So zum Beispiel. So. Und dann habe ich hier ja noch mein Lila. Das verdünne ich mir auch nochmal kurz ein bisschen, dass ich damit nochmal ein bisschen Kringel malen kann. Und dann könnt ihr dazu noch Schnörkel machen. Einer, mehrere. Wie ihr wollt. Wer will, der kann natürlich auch hier in dem Gras, Blatt, was auch immer, noch dazu malen. Da könnt ihr echt rumspielen, wie ihr wollt. Ich finde es immer irgendwie ganz nett, das sind so abstrakte Sachen, die mal relativ schnell gehen. Da könntet ihr zum Beispiel mit dem Spotty noch ein paar Punkte dazu machen. Farbe immer ein bisschen verdünnen, weil wenn man sie gar nicht verdünnt, dann hat man dann so monströse Punkte. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch noch die Punkte, was weiß ich, farblich ein bisschen mischen hier. So. Ich muss zwischendurch aus dem Bild raus, es tut mir sehr leid, aber ich kann das so rum nicht gerade. Heute geht es nicht. Könntet ihr jetzt hier auch noch welche setzen. So. Und im Prinzip ist das dann fertig. Einmal kurz ein bisschen trocknen und dann macht ihr euren Topcoat drüber
nehme jetzt hier einen ohne Schwitzschicht, weil ich fast für Tipps nur so einen nehme. Aber wenn ihr einen anderen nehmen wollt, dann nehmt ihr halt einen anderen. So. So sieht das Ganze dann aus. Ja. So. Finde ich, sieht interessant aus mit Grün und Orange und es glimmert und glittert und flittert so ein bisschen vor sich hin. So. Das packt ihr dann natürlich noch in eine Lampe. Und dann ist euer Mustertipp fertig. So. Viel Spaß, wie immer, beim Nacharbeiten. Bei weiteren Fragen guckt wie immer www.artofnails-beauty.de oder schreibt mir eine E-Mail über artofnails-hi@gmx.de. Ich freue mich auf eure Mails. Danke!